B2.6. Zeigen Sie, dass für die Länge der Strecke PNM in Abhängigkeit von x gilt. Die Länge von PNM ist 3,7 Wurzel aus 3,79x² minus 12x plus 36 cm. Unter den Strecken PNM hat die Strecke P4M die minimale Länge. Zeigen Sie die Strecke P4M und das Schrägbild dazu B2.1 ein und berechnen Sie deren Länge. Also hier haben wir mehrere Aufgaben drin. Einmal die PNM in Abhängigkeit von x zu berechnen, einmal die P4M einzeichnen und die Länge davon zu berechnen. Fangen wir mit der ersten Aufgabe an. PNM in Abhängigkeit von x. Das muss ausgerechnet werden und dann soll rauskommen, PNM ist die Wurzel aus 3,79x² minus 12x plus 36. Also wir gehen in die Zeichnung, suchen uns einen Dreieck, wo die PNM drin liegt und versuchen mit der was zu berechnen. Also hier haben wir die PNM. Und als Dreieck bietet sich vielleicht das schon mal an. Rechtwinkliges Dreieck, was kennen wir alles? Wir kennen, PNM muss berechnet werden. Wir kennen die MN. Warum? Das ist ja nichts anderes als 6 minus x, das haben wir vorher schon mal benutzt. Und was kennen wir noch? Hier steckt die Strecke PNMN drin. Warum ist die so besonders? Na, aus dem Grund, weil wir die oben schon mal berechnen mussten. Wo haben wir sie stehen? Da, bei B2.3 Teilergebnis PNN 1,67x. Ja, die ist also auch schon bekannt. Schreiben wir es doch gleich hin, 1,67x. Jawohl. Und daraus können wir uns dann Folgendes ableiten. Wir haben ein rechtwinkliges Dreieck PNM, NN ist rechtwinklig, hier haben wir den rechten Winkel drin. Zwei Seiten sind abhängig von x bekannt. Und die dritte Seite ist noch gesucht in Abhängigkeit von x. Also hier funktioniert tatsächlich gleich auf Anhieb ein Pythagoras. Andere Dreiecke ist es ziemlich schwer, da irgendwas rauszubringen. Wenn ich jetzt zum Beispiel in PNMG gehe, dann fehlt mir zumindest ein Winkel. Ich kenne oben den 59,04. Aber der Winkel bei P und der Winkel bei M ist mir nicht bekannt. Ich kenne die Strecke von PN nach G nicht. Also kenne ich einfach zu wenig. Also das ist eigentlich gleich die sinnvollste Methode, damit zu arbeiten. Einfach das erstbeste Dreieck mal untersuchen. Kenne ich da alles? Und hier ist natürlich die Gemeinheit, dass man die PNNN aus vorherigen Aufgaben schon kennt. Also da muss man dran denken, Moment, die ist ja tatsächlich schon bekannt. Gut, ja, dann geht es gleich los. Was brauchen wir? Die Länge von PNM, die soll berechnet werden. Die kriegen wir mit Hilfe von Pythagoras, also PNM zum Quadrat, weil es ist die Hypotenuse in diesem Dreieck. Dann haben wir nochmal ausführlich die PNNN zum Quadrat plus die MNN in Klammer, zum Quadrat. So, setzt mal ein, was bekannt ist. Das wollen wir rausfinden. PNNM waren die 1,67x zum Quadrat, aber in Klammern setzen, ja, weil sonst geht das Quadrat nur auf die x und nicht auf die 1,67. Und MNN sind 6 minus x, da brauchen wir ebenfalls eine Klammer. So, ja, rechnen wir es erstmal aus. 1,67 zum Quadrat. Habe ich schon mal irgendwo ausgerechnet, sind 2,79. Ja, 1,67 zum Quadrat sind 2,79. X zum Quadrat sind x Quadrat. Hier hinten kommt jetzt wieder eine binomische Formel. Die können wir da ganz normal mit den entsprechenden Formeln hier umrechnen. Wo kommen sie da? Zweite binomische Formel, weil ist Minus mit drin. Also Plus. Klammer können wir sogar weglassen, weil Plusklammer können wir auflösen, wie wir wollen. Also, ich sage immer erster und zweiter, das heißt, erster zum Quadrat sind 36 minus 2 mal erster mal zweiter plus zweiter zum Quadrat. Fassen wir noch einmal zusammen. 36, so 2 mal 6 sind 12. Also haben wir 12x plus x Quadrat. Nochmal zusammenfassen. 2,79. Machen wir jetzt ein Komma mit drin. Überflüssig. So. 2,79x Quadrat plus x Quadrat sind 3,79x Quadrat. Dann sortieren minus 12x plus 36.
So, müssten eigentlich schon die Zahlen von oben sein, oder? 3,79x² minus 12x plus 36, das passt. Hier steht jetzt eine Wurzel mit dabei. Die kriegen wir aber einfach, weil hier vorne steht ja noch ein Quadrat. PnM zum Quadrat ist gleich dieses Ding. Um dieses hoch 2 aufzulösen, müssen wir die Wurzel ziehen. Und deswegen folgt daraus, PnM ist gleich die Wurzel aus diesen ganzen Termen hier. Was haben wir? Zentimeter. Gut, erster Teil ist gelöst, nämlich PnM in Abhängigkeit von x anzugeben. So, nächste Aufgabe. Unter den Strecken PnM hat die Strecke, geh weg, hat die Strecke P4m die minimale Länge. Zeichnen Sie die Strecke ein und berechnen Sie deren Länge. Minimale Länge bedeutet immer senkrecht zu irgendwas. Wie heißt hier? P liegt ja auf der Geraden AG. Und jetzt die minimale Länge von P zu M, also von M zur Geraden AG, Geodreieck anlegen und senkrecht dazu. Ich versuche mal mit dem anderen Lineal schnell grob hinzulegen. Ja, der Winkelmesser stimmt jetzt hier nicht ganz. Im Prinzip so muss es dann aussehen. Ja, senkrecht zur AG. Doch, kann ich ja eigentlich gerade hier übernehmen. Vielleicht noch mit einer anderen Farbe. Nämlich hellblau, ja, passt doch. Jetzt vielleicht noch zeichnen. Ja, das ist jetzt gerade mein Geodreieck verschoben. Lineal, so. Zweiter Versuch, jawohl. Ja, dann liegt hier mein P4 ist es. Leider wird jetzt die Zeichnung noch unübersichtlicher. Aber gut, können wir jetzt nichts machen. So, wieder ausblenden. Genau, da liegt mein P4. Wie gesagt, hier senkrecht drauf. Tut mir leid um den Punkt E, aber passt jetzt. Hier auf AG liegt der Punkt P4. Senkrecht die MP4 zu AG. Und damit haben wir jetzt hier die minimale Länge. Gut, passt. Jetzt gilt es noch, berechnen Sie deren Länge. Okay, wir suchen wieder ein Dreieck, aus dem möglichst viel bekannt ist, mit dem wir möglichst viel berechnen können und versuchen, das auszurechnen. Was zum Beispiel möglich wäre, wir haben hier die Länge von PnM. Ja, einfach über diese Länge das Minimum zu berechnen. Ja, ist ja minimale Länge. Das heißt, können wir einen Taschenrechner eingeben, auf Kalk Minimum geht und dann müsste der Taschenrechner auch schon das Minimum ausspucken. Oder wir berechnen im Prinzip einen Scheitelpunkt davon. Ja, die Wurzel hier wird minimal, wenn der Term unter der Wurzel auch minimal wird und das ist eine quadratische Gleichung. Davon kann man den Scheitelpunkt angeben und dann die Wurzel ziehen. Oder aber wir können auch reingucken und überlegen, ob wir noch eine weitere Möglichkeit finden. Die Strecke MP4 liegt zum Beispiel im Dreieck. Kriege ich das hellblau hier wieder raus? Ah ja, perfekt. Liegt hier in diesem Dreieck drin, im P4MG. Das ist rechtwinklig, weil die MP4 ist ja minimale Länge, damit senkrecht auf AG. Wir kennen hier die MG mit 6 cm, wir kennen oben den Winkel mit 59,04 Grad. Es ist rechtwinklig, also funktionieren Sinuskosinus und Tangens. Damit können wir also super rechnen. So, genau die letzte Möglichkeit nehme ich jetzt her. Mit Sinuskosinus Tangens überlegt man auch schnell, welchen braucht man. Die MG ist die Hypotenuse, weil sie liegt gegenüber vom rechten Winkel. P4m braucht man, das ist zum Winkel hier die Gegenkathete. Gegenkathete und Hypotenuse ist das Sinus. Also P4m muss berechnet werden. Sinus vom Winkel, oh, wie hieß der oben nochmal? Das ist der AGM. Ist gleich Gegenkathete P4m. Durch Hypotenuse, das war MG. So, setzen wir bekannte Größen ein. Der Sinus AGM waren die 59,04 Grad ist gleich. P4M wollen wir ja berechnen, die bleiben stehen. Und die MG sind 6. So, solvern oder ich löse Pumpformung um. Ich bringe die 6 im Nenner mit mal 6 weg. Dann heißt die nächste Zeile 6 mal Sinus von 59,04 ist gleich P4m. So, das tippe ich noch in den Taschenrechner.
Das habe ich noch gar nicht angetippt. Und dann kommt ein Wert von 5, ja, schreibe ich noch gleich dahinter. Ist gleich 5,15 cm. Jawohl, damit haben wir jetzt alle Aufgaben erledigt. Gehen wir schnell nochmal durch. Oben zeigen, dass diese die Streckenlänge gilt. Wir haben es eingezeichnet und wir haben die Länge berechnet. Alles fertig gemacht, wunderbar, Aufgabe gelöst.